der letzte Redner in dieser Debatte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren heute die Anträge zur Aufhebung der Sanktionen gegen Russland, so wie AfD und Linke meint, praktisch zum Nulltarif. Und wir sehen ja ganz neue Aspekte hier in der Debatte. Die Zeitstrafe, die kenne ich nur aus dem Amateursport, aber Sie wollen die Zeitstrafe hier auch im Völkerrecht einführen. Nach 5 Jahren kann man sozusagen wieder mitspielen. Das kann nicht der Weg sein, den wir hier gehen wollen. Das gäbe ja für Völkerrechtsbrecher völlig neue Perspektiven. Meine Damen und Herren, auch wenn die Sanktionen Konsequenzen, wirtschaftliche Auswirkungen für uns in Deutschland haben, wir können nicht einfach so hinnehmen, dass seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Grenzen in Europa durch Gewalt verschoben wurden. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim erforderte eine Antwort Europas, und die Sanktionen der EU waren und bleiben die richtige Antwort auf dieses Vorgehen. Die Sanktionen sind aber kein Selbstzweck. Das wurde heute auch schon angesprochen. Sie sind zielgerichtet, maßvoll, und sie sind ein flexibles Instrument, das direkt an den diplomatischen Prozess gebunden ist. Dementsprechend kann man diese Sanktionen selbstverständlich lockern, aber nur, wenn sich die Situation in der Ostukraine verbessert. Und dazu brauchen wir glaubhafte Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Prozesses, vor allem endlich den Rückzug der schweren Waffen. Diese Fortschritte, meine Damen und Herren, die haben wir bisher nicht gesehen. Im Gegenteil, Russland erweist sich immer weniger als konstruktiver Partner. Neben der Situation Krim, Ostukraine haben wir den MH17-Abschuss, wir haben die Unterstützung und Stabilisierung des Kriegsverbrechers Assad in Syrien, Aufbringung ukrainischer Schiffe im Asowschen Meer, den Giftanschlag in Großbritannien, den Bruch des INF-Vertrags, Beeinflussung demokratischer Prozesse und Versuche der Destabilisierung auch bei uns im Land, um nur einige Beispiele zu nennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von diesen Realitäten können wir nicht die Augen verschließen. Da hilft auch keine Empathie, wie die AfD es in ihrem Antrag schreibt. Dieses Verhalten kann nicht dadurch belohnt werden, dass wir die Sanktionen gegen Russland aufheben. Aber gleichwohl bin ich der festen Überzeugung, dass wir trotz der Differenzen natürlich den Gesprächsfaden mit Russland weiterführen müssen. Wir wollen keine Entfremdung zwischen Moskau und Berlin, und wir sind Brückenbauer. Das Beispiel Europarat wurde hier auch angesprochen. Ich habe mich auch in der vergangenen Woche mit Regional- und Nachwuchspolitikern getroffen aus Russland. Und als Leiter des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik habe ich bekräftigt, dass selbstverständlich gute Beziehungen auf kultureller und auf wissenschaftlicher Ebene in politisch schwierigen Zeiten funktionieren können und vor allem sehr, sehr wichtig sind. Und wir machen hier wirklich eine ganze Menge. Deutsch-russisches Themenjahr seit vielen Jahren. Die deutsch-russische Hochschulkooperation in der Wissenschaft mit einer Vielzahl an Konferenzen und Austausch wurde im Dezember 2018 gestartet. Von Russland aus begann die russische Kultursaison mit über 300 Veranstaltungen in Deutschland. Wir haben 1000 Hochschulkooperationen, wir haben 11.000 russische Studenten in Deutschland, wir haben 1,5 Millionen Russinnen und Russen, die deutsche Sprachlernangebote wahrnehmen, und Russland ist eines der Länder mit den meisten DAAD-Stipendiaten pro Jahr. Wir machen wirklich eine ganze Menge. Und ein Teilnehmer des Gesprächs letzte Woche hatte gesagt, wir müssen uns in vielen kleinen Schritten wieder aufeinander zubewegen, und ich finde, er hatte recht. Aber wir werden ohne die großen Schritte nie zu einem wirklich vertrauensvollen Verhältnis kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, gegen unsere NATO-Partner Türkei verlangen Sie Sanktionen und Strafmaßnahmen, während Sie Russland einen geopolitischen Freifahrtschein ausstellen möchten. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Wir sind davon überzeugt, dass die Sanktionen weiterhin richtig sind, und deswegen sind die Anträge entschieden abzulehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas Erndl. Damit